Heute vor 10 Jahren, am 13. Januar 2012, gingen diese schockierenden Bilder um die Welt. Durch einen fatalen Kapitänsfehler rammt die Costa Concordia einen Felsen vor der italienischen Mittelmeerinsel Giglio und gerät in Schieflage. 32 Menschen kommen bei dieser Tragödie ums Leben. Es dauert über 2 Jahre, bis das Schiff wieder geborgen werden kann. Taucher und Technik sind rund um die Uhr im Einsatz. Einer der Hauptschuldigen der Katastrophe, Schiffskapitän Francesco Schettino. Er verließ das Schiff noch während der Evakuierung, ließ seine Passagiere im Stich. Mittlerweile sitzt er im Gefängnis. 10 Jahre ist das also nun her, aber es ist ein Unglück, das sich bis heute in das Gedächtnis der Menschen gebrannt hat. Costa Concordia. Ein Name, der traurige Berühmtheit erlangte. Ein schwimmendes Paradies, das sich in einen Albtraum verwandelte. Bitte verlassen Sie das Schiff. Verlassen Sie das Schiff. Begeben Sie sich zu den Rettungsbooten. Bewahren Sie bitte Ruhe. Sie hatte doppelt so viele Passagiere an Bord wie die Titanic. Die Bilder des Unglücks gingen um die Welt. Aber was sind die technischen Hintergründe, die am 13. Januar 2012 zum Desaster führten? Ein paar Minuten nach der Kollision war das Schiff komplett manövrierunfähig und nicht mehr zu kontrollieren. Auf der Suche nach Antworten sprechen wir mit Ingenieuren, Schiffsbauern, Kapitänen und auch mit Menschen, die die Katastrophe selbst erlebt haben. Ich hörte dieses Geräusch vom Schiffsrumpf. Es war so, als würden wir über den Meeresboden schrammen. Originalaufnahmen von Bord des Kreuzfahrtschiffs und die Aufzeichnungen des Stimmenrekorders geben einen Einblick in den Ablauf des Unglücks. Alles ist überflutet. Das Kontrollpult ist komplett unter Wasser. Bitte, Kapitän! Doch das Unglück führte auch zu einer technischen Meisterleistung. Hunderte Ingenieure und Schiffsbauer arbeiteten über 2 Jahre daran, die Costa Concordia wieder aufzurichten und schwimmfähig zu machen. Viele hielten das für unmöglich. Es war die größte Tauchoperation der Geschichte. Das havarierte Schiffswrack zu bergen, ohne dabei eine Umweltkatastrophe auszulösen, war eine zusätzliche Herausforderung. Ja, die ganze Geschichte der Katastrophe und alles rund um die dramatischen Ereignisse heute Abend um 19.25 Uhr hier bei Bild. Und es war ja die größte Schiffstragödie in diesem Jahrhundert. Und besonders dramatisch ist natürlich bis heute für die Menschen, die tatsächlich auf dem Schiff gewesen sind und um ihr Leben kämpfen mussten. Eigentlich wollten sie nur eins, einen unbeschwerten Urlaub verbringen. So auch Sandra Birnstiel aus Lübeck, die mit ihrer Freundin auf dem Mittelmeerdampfer unterwegs war. Sie war eine der letzten Passagiere, die von Bord gerettet werden konnten. Und wir konnten jetzt mit ihr sprechen. Frau Birnstiel, wo waren Sie zum Zeitpunkt der Katastrophe? Wann haben Sie gemerkt, dass etwas nicht stimmt? Ja, wir waren in der Kabine. Meine Freundin und ich waren zusammen im Urlaub und haben Fernsehen geguckt. Irgendwann rumste es auf einmal. Und da der Vorhang immer abstand, beziehungsweise er sich auch nicht zurückbewegt hatte, wir haben aus dem Fenster geguckt, haben uns leicht gewundert, weil man sah Lichter. Und da der Vorhang nicht wieder zurückging, wussten wir irgendwie, das ist nicht normal, was hier jetzt gerade passiert ist. Also irgendwas war da nicht in Ordnung. Das war uns schon bewusst. Frau Birnstiel, wie ging es dann weiter? Wie war die Situation? Die Situation war einfach so, dass man sehr unsicher war. Also wir haben dann aus dem Fenster geschaut, haben gesehen, da waren Lichter, da ist ein Hafen. Aber uns war natürlich auch bewusst, dass wir noch nicht da waren, wo wir eigentlich hin wollten am nächsten Tag. Das war einfach alles viel zu früh, weil es ja auch noch Abend war. Und meine Freundin ist dann aufgestanden und hat mal in den Flur gehorcht. Man hat eigentlich, es war auch nicht viel los, weil die eigentlich alle beim Essen waren. Dann kam eine Durchsage, genau, es wäre angeblich ein Blackout am Schiff, würde Probleme geben. Aber diese Probleme würden aufgehoben werden und man müsste sich keine Sorgen machen. So, und da habe ich gesagt, aber das ist doch komisch, wenn hier der Vorhang nicht zurückgeht, da ist doch irgendwas im Busch, irgendwas ist doch hier nicht okay. Und dann haben wir tatsächlich uns irgendwann angezogen und sind dann raus. Also wirklich warm angezogen. Wir haben Portemonnaie mitgenommen, Kreditkarte war wichtig, Ausweis, solche Sachen halt.
Ja, und so sind wir dann tatsächlich nach draußen gegangen. Und da war dann das Chaos. Sie sprechen von Chaos. Was genau haben Sie da erlebt? Es war tatsächlich so, dass vor den Rettungsbooten, die ja noch nicht losgelassen wurden, also die wurden noch nicht gelöst, da waren Trauben von Menschen in ihrer Abendgarderobe, die halt beim Essen waren vorher. Und da war es sehr, sehr laut. Es wurde geschrien, es wurde geweint und man wusste eigentlich gar nicht, was los ist. Und man hat ja auch niemanden gesehen, der was zu sagen hat. Das war tatsächlich so. Also man wusste überhaupt nicht, was los ist. Und ja, das war so ein Chaos. Und dann hat man irgendwie versucht, da irgendwie ruhig zu bleiben und zu gucken, was ist überhaupt passiert. Also man war sehr, sehr unwissend im Grunde. Also man hat nur gewusst, da ist was im Busch. Und das Schiff wurde ja auch immer schräger. Das ging ja relativ fix. Und wie ging es dann weiter? Wie wurden Sie gerettet? Ja, die Situation war so, dass schon nicht mehr viele an Bord waren. Und diese Schräglage uns tatsächlich im Grunde gesagt hat, so, jetzt ist Feierabend, wir müssen hier runter, ne? Wir können hier nicht länger bleiben. Wer weiß, wie lange das hier noch liegen bleibt, das Schiff. Wir waren im Grunde kurz davor, ins Wasser zu springen. Und dann hörten wir aber, wie jemand meinte, da kommt ein Rettungsboot zurück. Was dann diejenigen, die halt dann noch an Bord sind, wieder einsammeln. Und das war unser Glück. Also wir konnten, wenn ich mich richtig erinnere, vom zweiten oder dritten Deck direkt auf dieses Boot steigen. Also kann man sich vorstellen, wie schräg wir tatsächlich waren. Also es war schon heftig. Also immerhin, es ist gut für Sie ausgegangen. Vielen Dank, Frau Birnstiel. Nach der Tragödie haben viele versucht, eine Entschädigung zu bekommen, auch wenn es das Erlebte natürlich nicht wieder gut machen kann. Wir sind jetzt mit dem Anwalt Hans Reinhardt verbunden, der insgesamt über 30 Geschädigte im Prozess gegen die Costa-Reederei vertreten hat. Schönen guten Tag, Herr Reinhardt. Was konnten Sie in den letzten Jahren für Ihre Mandanten rausholen? Ja, man musste das Ganze differenziert angehen, weil eigentlich jedes Schicksal isoliert zu betrachten war. Es gab die vermögensrechtliche Seite, Schadensersatz, Schmerzensgeld. Passagiere hatten auch ihr völliges Hab im Schiff zurücklassen müssen. Es gab ihre Geräte. Das Schmerzensgeld ging in unterschiedliche Regionen. Bis zu 400.000 Euro war es gedeckelt für Tötungsfälle. Dann gab es für die starken Erfrierungen 50.000, 60.000 Euro an Beträgen. Die Masse ist aber abgefunden worden mit einem Pauschalbetrag von 11.000 bzw. 14.000 Euro, je nach zusätzlichen Reiseaufwendungen. Die Passagiere haben das auch unterschiedlich bewältigt. Einige sind das aggressiv angegangen, beispielsweise, ich kann mich an eine Familie erinnern, Vater, Mutter, zwei Kinder, die haben diese 54.000 Euro bekommen und sofort zwei Wochen später die nächste Kreuzfahrt gebucht, um dieses Trauma dadurch zu überwinden. Dann gab es natürlich auch noch den strafrechtlichen Teil, das war ganz wichtig, die Nebenklage. Ich habe dort 35 Passagiere im Rahmen der Nebenklage gegen den Kapitän Schettino vertreten. Letztendlich war es auch erfolgreich, weil er 16 Jahre Freiheitsstrafe bekommen. Das war sehr deutlich. Wie haben Sie ihn in dem Prozess erlebt? Er ist sehr selbstgefällig, sehr selbstverliebt und hat die Schuld immer auf andere geschoben. Und das macht er im Moment immer noch. Er ist jetzt ungefähr 5 Jahre in Haft. In Italien besteht die Möglichkeit, nach einem Drittel der verbüßten Strafe auf Bewährung entlassen zu werden. Das strebt er wohl an. Allerdings sind die Passagiere nach wie vor sauer, weil es bis heute nicht einen einzigen Satz oder ein einziges Wort der persönlichen Entschuldigung gibt. Und persönliche Reue, persönliche Entschuldigung sind eigentlich die wichtigsten Voraussetzungen, auch um auf Bewährung entlassen zu werden. Deshalb, das wird für den Kapitän noch ein sehr steiniger Weg werden. Er befindet sich ja im Moment auch in Hochsicherheitshaft in Rom. Hans Reinhardt, ja. Vielen Dank für Ihre Information.